So, ich begrüße zu unserer Vorlesung Internet- und Webtechnologien. Heute wollen wir uns mit den sogenannten WANs und WAN-Technologie, den Wide Area Networks, befassen. Wir sind in den Basics der Internettechnologien, haben uns schon unterhalten, wie vor Ort in den lokalen Netzwerken die Vernetzung stattfindet, welche Technologien es da gibt, welche Prinzipien da herrschen. Und heute geht es jetzt darum, mal zu besprechen, wie jetzt diese einzelnen lokalen Netzwerke an den verschiedenen Stellen der Erde miteinander über große Distanzen verbunden werden können. WANs, wie gesagt, Wide Area Networks, die ermöglichen den Zusammenschluss von lokalen Netzwerken, von mehreren lokalen Netzwerken, über die ganze Welt so ein Broadcasting zu machen, wie wir das in den lokalen Netzwerken kennengelernt haben, um von einem Rechner allen angeschlossenen Rechnern eine Information zukommen lassen, ist natürlich klar, dass das kein sinnvoller Ansatz ist. Es ist technisch nicht realisierbar, weil es einfach über die großen Distanzen zu lang dauert. Und es ist natürlich inhaltlich nicht sinnvoll, dass ein Paket da an alle, zum Beispiel Rechner des Internets, geschickt werden. Diese WANs bilden also eine Technik, wie diese einzelnen lokalen Netzwerke, ob das ein lokales Netzwerk ist oder ein einzelner Rechner, ist mal dahingestellt, wie die jetzt über große Distanzen miteinander verbunden werden können und wie man es schafft, ein Paket von einem lokalen Netzwerk, was zu einem Rechner in einem anderen lokalen Netzwerk geschickt werden soll, wie man das jetzt durch diese weltweite Vernetzung schleust. Das heißt, die Anzahl der angeschlossenen Rechner beziehungsweise LANs, die einzelnen Punkte, das sind typischerweise lokale Netzwerke, können aber eben auch Einzelrechner sein, und die räumliche Ausdehnung, die kann den Erfordernissen angepasst werden. Das ist anders als bei den lokalen Netzwerken, nicht? Da haben die verschiedenen Technologien erlaubt, dass genau so viele Rechner in einem genau so abgegrenzten räumlichen Bereich verbunden werden können. Hier ziehen wir einzelne Leitungen und verbinden diese lokalen Netzwerke, wo immer wir wollen. Was dadurch entsteht, durch diese Verknüpfung der einzelnen Netze, das ist, wenn man da noch ein bisschen Technik reinsteckt, im Sinne, dass sich dieser Verbund anfühlt wie ein einheitliches Netz, dann spricht man von einem Internet, also einem Netz der Netze, von einem virtuellen Netz, weil es ja physikalisch kein lokales Netz ist, sondern erst über diese Verbindungstechniken und die verschiedenen Protokolle, die dann eingesetzt werden, so einem Gefühl kommt, als ob das ein einheitliches Netz ist. Wie das genau erreicht wird, das besprechen wir später, wenn wir über das Internetworking reden. Heute soll es uns erstmal um die Grundtechniken gehen, wie man jetzt lokale Netze miteinander verbinden kann. Dieses Internetworking, diese Verbindung von einzelnen Netzwerken mit dem Ziel, da ein großes, ein Internet aufzubauen, die braucht verschiedene Zutaten. Eine wichtige Zutat ist die Zwischensysteme. Die Kopplung der einzelnen lokalen Netzwerke kann nicht einfach durch Ziehen eines Verbindungskabels oder durch Funkübertragung stattfinden, sondern muss ein Rechner in die Mitte gestellt werden, ein Zwischensystem, was die Übersetzungsarbeiten leistet, zum Beispiel von der einen Technologie in die anderen, die ja unterschiedliche Formate benutzen, unterschiedliche Signale, der Weg muss bestimmt werden. Also diese Zwischensysteme haben eine ganze Menge Aufgaben. Da gibt es auch wieder verschiedene Zwischensysteme, Switches, Bridges, Router. Wir werden uns das alles ein Stück genauer ansehen. Dann brauchen wir, wenn wir Netze zusammenschließen, plötzlich ein einheitliches Adressierungsschema. Für jedes lokale Netzwerk, da waren die Technologien frei, die konnten die Adressen vergeben. Wichtig war nur, dass in diesem lokalen Netzwerk die Adresse eindeutig war. Wenn ich jetzt plötzlich verschiedene Netzwerke zusammenschließe und erreichen will, dass ich von einem Rechner eines Netzwerkes zu einem anderen Rechner in einem anderen Netzwerk etwas versenden kann, muss ich diesen Rechner benennen können, muss ich ihn adressieren können. Also zum Internetworking ist ein Adressierungsschema notwendig, und dann sind natürlich gemeinsame Kommunikationsprotokolle notwendig. Nicht notwendigerweise auf allen Stapeln des Protokolls, auf allen Schichten des Protokollstapels, aber die müssen ja sich miteinander verstehen, austauschen können, Nachrichtenformate verstehen, auch wenn in jedem lokalen Netzwerk da eine ganz andere Technologie eingesetzt werden kann. Internet
ist also jetzt nicht nur auf das Internet beschränkt, sondern Internet ist die Technik, einfach Netze zusammenzuschließen. Es gibt natürlich das berühmte Internet und das ist das weltweite Internet. Und bei diesem weltweiten Internet, da wird mit dem TCP-IP-Protokollstapel gearbeitet. Also Internetworking kann ich auch mit anderen Protokollen machen. Nur für dieses weltweite Beispiel, weltweite Internet, da ist das IP-Protokoll und mit dem IP-Protokoll verbunden die IP-Adressierung und der gesamte TCP-IP-Protokoll-Suite, die wird dort eingesetzt, um dieses Internetworking möglich machen. Auch das besprechen wir genauer. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie wir so eine Verbindung von verschiedenen Netzwerken erreichen können, wie wir so ein Wide Area Network knüpfen und aufbauen können. Dazu braucht es wieder ganz bestimmte Endgeräte. Es braucht ein Übertragungsmedium, also wo die Signale entlang geschickt werden, Kabel, Funk, kann auch die Wasserleitung sein, Lichtkabel. Also ich brauche ein Medium, wo ich Dinge übertragen kann. Man braucht Schaltelemente, weil hier auch wieder nicht eine 1-zu-1-Verbindung der einzelnen lokalen Netzwerke durchgeführt wird, sondern ein gemeinsames Netzwerk aufgebaut wird. Und diese Idee jetzt in einem Wide-Area-Network ist, dass über verschiedene Zwischensysteme so eine Nachricht von einem lokalen Netzwerk zu einem eventuell sehr weit entfernten Netzwerk gesendet werden kann. Und dieses Stück für Stück übergeben von Zwischensystem zu Zwischensystem, das wird als Store-and-Forward-Switching bezeichnet. Das Zwischensystem nimmt das entgegen, das Paket, speichert das, berechnet, wohin das Paket als nächstes gesendet werden soll und dann forwardet es dieses Paket zum nächsten Zwischensystem. Um dieses Forwarden durchführen zu können, muss das Paket ausgewertet werden. Es muss also rausgekriegt werden, wohin soll das überhaupt gehen. Das muss analysiert werden und aufgrund der Adresse, die ja in dem Paket im Header steht, muss ausgerechnet werden, was in das nächste Zwischensystem, dem dieses Paket übergeben werden soll. Das heißt, was die Zwischensysteme machen, die legen den Transportweg fest. Und deswegen spricht man da von Routern oft, weil das ist das Routing. Also wie wird so ein Paket durch das Netzwerk geleitet? Und die Pakete kommen ja unabhängig an, mit ganz unabhängigen Absendern, ganz unabhängigen Adressaten, müssen also für jedes einzelne Paket da diese Route bestimmt werden. Damit